Moin zusammen, wir gucken uns heute nochmal Hunt Showdown an, und zwar in der Version 1896. Das ist das fette Next-Gen-Update, was gerade gedroppt ist. Damit hat das Spiel Kompatibilität für die Xbox One und PlayStation 4 Version verloren, hat jetzt aber eine Xbox Series und PlayStation 5 Upgrade-Version bekommen. Es gibt ein fettes Engine-Upgrade auch am PC. Und deswegen ist es spannend, uns mal anzugucken, wie das Ganze jetzt auf dem Steam Deck läuft und ob es überhaupt noch läuft. Einmal zum letzten Punkt, läuft das Spiel überhaupt noch? Ja, momentan nur über Umwege. Ihr kennt das sicherlich, bei einigen Spielen müsst ihr eine bestimmte Proton-Version auswählen. Bei diesem Spiel ist es die Proton-Hotfix-Version. Das heißt, nicht mal Proton Experimental reicht. Zum Zeitpunkt des Videos läuft das Ganze nur mit der Proton-Hotfix-Version. Die könnt ihr, falls ihr sie nicht installiert habt, aus irgendeinem Grund, ganz einfach in der Steam-Bibliothek unter Tools, gebt ihr einmal Proton ein und da findet ihr auch die Proton-Hotfix-Version. Könnt ihr installieren und danach bei jedem Spiel auswählen, das sie benutzen soll. Dann einmal kurz zum Spiel selber. Was ist Hunt Showdown eigentlich für ein Spiel und warum ist das Spiel für mich interessant? Hunt Showdown ist ein PvPvE-Extraction-Shooter. Ihr seid alleine oder mit einem kleinen Team auf einer extrem großen Map unterwegs und müsst versuchen, ein Bossmonster zu killen. Auf diesen Bossmonstern hängt ein Kopfgeld aus und ihr müsst die erstmal finden auf der Karte. Dafür müsst ihr Hinweise einsammeln und auf eurer Karte wird dann irgendwann der Punkt angezeigt, wo dieses Bossmonster ist. Andere Spieler sind allerdings auch unterwegs, also andere Spieler oder andere Teams mit bis zu 3 Leuten sind ebenfalls unterwegs, um dieses Bossmonster zu killen. Ihr wisst nicht genau, ist ein Spieler alleine unterwegs, ist er in einem Team unterwegs, bis ihr entweder getötet werdet oder alle anderen aus dem Team getötet habt. Gleichzeitig gibt es leichte Roguelike-Elemente, das heißt, es gibt einen Charakter mit einem Leben, mit dem ihr unterwegs seid, und wenn er oder sie stirbt, müsst ihr einen neuen Charakter anheuern. Wenn ihr aber rauskommt mit eurem Hunter, könnt ihr den upgraden und dem leichte Zusatzfähigkeiten und leichte Verbesserungen verpassen, die euch einen Vorteil verschaffen im nächsten Match. Da können zum Beispiel Sachen bei sein, wie eine Blutung eskaliert nicht von einer leichten zu einer hohen Blutung, oder wenn ihr alleine unterwegs seid, ist Necromancer ziemlich cool, das heißt, ihr könnt nochmal wieder aufstehen, nachdem ihr getötet wurdet, oder im Team andere Leute, eure Teammitglieder aus einer leichten Distanz wiederbeleben. Ihr habt extrem viele Möglichkeiten, euren Charakter leicht auf eure Spielweise anzupassen, aber gleichzeitig ist es nie der Riesenvorteil, der euch unsterblich macht oder andere Spieler absolut unmöglich zu killen. Man hat auch mit einem Startcharakter quasi immer genug Spaß im Spiel. Und diese Charaktere bleiben nicht ewig, sondern man kann die upgraden bis Level 50. Das sind so ungefähr 3 bis 4 gut laufende Spiele. Und danach werden die in Rente geschickt. Das heißt, ihr müsst so oder so dann einen neuen Charakter wieder anfangen. Ist eine ziemlich coole Spielbalance und eine Sache, die ich jetzt bei anderen Spielen oder auch bei anderen Extraction-Shootern nicht so wirklich kenne und sehe. Wenn man sich zum Beispiel Sachen anguckt wie Escape from Tarkov oder so, da geht es ja eher darum, dass man extrem viele Items mit aus der Map holt. Das ist hier nicht der Fall. Man sammelt das Bounty ein von den Bossmonstern und dann versucht man zum Ausgang der Karte zu kommen. Und wenn man so ein Bounty eingesammelt hat, ist man für alle anderen Spieler auf der Karte auch sichtbar. Das heißt, das wird nochmal wieder spannend, denn einige Spieler versuchen nicht den Boss zu killen, sondern versuchen euch zu killen, sobald ihr den Boss gelegt habt. Ja. Okay, dann einmal zu den Veränderungen, die dieser Mega-Patch mit sich gebracht hat. Wir sind auf einer neuen Variante der Cry-Engine unterwegs, das heißt, eine Engine, die eigentlich von kaum einem anderen Spiel tatsächlich aktiv gerade genutzt wird. Hunt nutzt die ziemlich gut. Wenn ihr das Spiel auf einem guten PC spielt, dann gibt es extrem gutes Lightning, also es gibt Global Illumination, es gibt Raytracing-Ansätze im Spiel. So, es sieht wirklich um einiges cooler aus als noch vor dem Patch, hat aber nichts an Atmosphäre und dem eigentlichen Spielprinzip eingebüßt. Und neben den ganzen Grafik-Updates gibt es auch eine fette neue Map, die rund um eine Mine und eine, ich sag jetzt mal, Ölplantage angesiedelt ist und auch super atmosphärisch ist und extrem groß. Sehr vertikal, das heißt, ihr habt Möglichkeiten,
euch auf Dächern rumzuschleichen, aus einem Gebirge runter zu snipern, wenn ihr gut seid mit solchen Sachen. Und auch in der Mine gibt es verschiedenste Stockwerke, wo ihr unterwegs sein könnt. Und das Spiel hat mehr oder weniger das beste Sounddesign in der Industrie. Das heißt, es ist ein Spiel, bei dem ihr auf jeden Fall mit Kopfhörern gut unterwegs seid. Weil ihr zum Beispiel hören könnt, wie andere Spieler auf einen Ast treten im Wald oder Vögel aufscheuchen oder an einem Hund vorbeilaufen. Es gibt ganz, ganz viele kleine Hinweise, die euch wissen lassen, dass sich gerade ein Gegner in der Nähe befindet. Und das macht das Spiel super spannend. So, jetzt zur großen Frage. PlayStation 4, Xbox One X sind raus. Wie sieht's mit dem Steam Deck aus? Ihr habt euch vielleicht gedacht, das Spiel läuft noch auf dem Steam Deck und nicht ganz schlecht, denn alles, was wir hier bisher gesehen haben, ist Steam Deck Footage. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Wenn wir uns hier einmal die Settings angucken, dann bin ich am besten gefahren mit FSR aus. Ich mag es lieber, wenn es die native Auflösung ist. Texturfiltering auf 4, Anti-Aliasing habe ich nochmal hochgestellt. Die Texturqualität selber steht auf hoch. Und fast alles andere steht auf Low. Das ist bei der Bildschirmgröße vom Steam Deck ausreichend. Das Spiel ist trotzdem immersiv genug. Anti-Aliasing habe ich auf SMAA 1TX gestellt, denn es sieht sonst ein bisschen frisselig aus. Deswegen ist es gut, dass das quasi mit drin ist. Auflösung ist nativ bei 720p bzw. 800p auf dem Steam Deck Bildschirm. Und ja, das meiste andere habe ich einfach oder auf Low gelassen. Mit den Settings habe ich es bei 11 TDP eingeloggt und bei 30 FPS begrenzt. Die 30 FPS laufen dafür aber auch sehr flüssig. Ihr könnt auch versuchen, das Ganze bei zum Beispiel 45 FPS laufen zu haben. Das geht auch relativ gut. Ihr müsst aber mit Frame-Einbrüchen rechnen, je nachdem, wo ihr auf der Map unterwegs seid und was gerade so los ist. Eine Sache, die noch nicht gut funktioniert, ich vermute mal, dass es mit einem Proton-Update irgendwann gut läuft, ist die Gamma-Anpassung. Eine weitere Besonderheit des Spiels ist, dass es nicht super viele Maps gibt. Es gibt nur eine Handvoll. Bei den Maps gibt es aber sehr viele unterschiedliche Stadien, in denen ihr reinkommt. Das heißt, es kann eine andere Tageszeit sein. Ihr könnt zum Beispiel mitten in der Nacht auf einer Map droppen, was das ganze Spiel sehr anders macht, denn Sounds werden wichtiger. Wenn jemand in der Entfernung irgendwo eine Waffe abfeuert, seht ihr das Licht und so. Also es ist wirklich spannend. Bis zu Gewitter und Regen, wo ihr einfach mehr oder weniger durch die gesamte Map rennen könnt, denn euch hört erstmal niemand. Oder Nebel, dichten Nebel, wo die Sichtverhältnisse ganz anders sind. Super spannend. Aber Nacht auf dem Steam Deck bedeutet gerade, ihr seht fast nichts. Denn die Schwarzwerte sind extrem dunkel. Und in der einen Runde, die ich bei Nacht gespielt habe, ging das quasi nur, wenn ich irgendwo in einem Haus war oder wenn ich mich an meinen Mitspielern orientieren konnte, um zu wissen, dass es irgendwo einen Weg geben muss, um da durchzukommen. Macht aber die Lichteffekte wiederum relativ beeindruckend. Wenn mal irgendwo Licht ist, dann ist es hell. Wenn ihr ein Steam Deck OLED habt, dann könnt ihr auch mit HDR anspielen. HDR ist auf jeden Fall immer eine Empfehlung. Also wenn ihr Bock auf ein schönes HDR-Spiel habt, dann macht das. Kann ich hier aber im Video natürlich nicht zeigen, denn die Capture Card und mein Monitor kriegen das nicht hin. Dann noch ein Wort zur Controller-Steuerung. Es wurde gesagt, dass die angepasst wird und sich besser verhalten soll als vor dem Update. Für mich ist die okay. Es ist jetzt es ist nicht die beste Controllersteuerung aller Zeiten, aber sie funktioniert solide. Es ist grundsätzlich ein Spiel, bei dem ihr natürlich mit Maus und Tastatur besser fahrt als mit einem Controller. Aber wenn ihr nur den Controller zur Verfügung habt und wenn ihr gerade nur das Steam Deck am Start habt und keine Desktop Variante, dann fahrt ihr trotzdem okay. Ihr könnt trotzdem gut spielen, ihr könnt eurem Team helfen. Ich habe sogar geschafft, in den Recordings, die ich jetzt gemacht habe, hier einen Kill zu kassieren. Ich hatte es beim letzten Mal ja schon gesagt, ich bin eher derjenige, der
mit der Shotgun um die Ecke kommt und das Team über eine Flanke unterstützt. Ja. So viel zu Hunt Showdown. Es ist ein fantastisches Spiel, wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal auszuprobieren. Über ein freies Wochenende oder so, oder über einen Sale. Macht das mal. Es ist vielleicht am Anfang ein bisschen unzugänglich, möglicherweise. Aber ich finde es ein fantastisches Spiel. Es scheint auch sehr gut zu laufen für Crytek. Die haben gerade verkündet, dass sie plattformübergreifend mit dem neuen Patch 100.000 Spieler am Start hatten. Und bei Steam gab es auch gerade einen neuen Spielerrekord. Die meisten Spieler gleichzeitig. Und es ist super solide. Die haben sich hier nicht übernommen irgendwie mit dem, was sie machen können. Es gibt immer mal wieder neue Hunter und neue Sachen auf der Map, die einen irgendwie bei der Stange halten. Aber ihr könnt jetzt nicht reingehen und sowas erwarten wie bei Fortnite, wo ihr alle 3-4 Monate das gesamte Spiel komplett umgekrempelt bekommt. Dafür ist das Team nicht groß genug und dafür ist auch die Spielerschaft hier nicht groß genug. Die arbeiten hervorragend mit dem, was sie haben und haben damit ein super cooles, eigenständiges Spiel auf die Beine gestellt, das in dieser Art und Weise immer noch sehr eigenständig ist. Also ein Extraction-Shooter wie den hier mit dem Balancing und mit dem eine Runde noch Feeling kenne ich nur von Hand. Wenn ihr eine Empfehlung habt für einen anderen Extraction-Shooter, der ebenfalls in diese Richtung schlägt, dann lasst mir gerne einen Kommentar da. So oder so, gutes Stichwort, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da, das hilft dem Kanal. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit, wann auch immer ihr das guckt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.